Z takie poglądy, jakie mam. Ale nie jestem do jakiegoś nawoływania, do jakichś samosądów, czy do... Ja nie sądzę, żebyś teraz to miał jakiś... Nawet chyba sens, nie wiem, jak to powiedzieć, czy tych sędziów. No chyba jednak jest konieczna, tak? Nadal lustracja i dekomunizacja. Dlaczego jest konieczna, proszę Państwa? Ci ludzie, bo panuje taki argument z litości. Lechu, ja mam na imię Lechu. Lechu, co ty się od starszymi ludźmi w twoim wieku, albo jeszcze dużo starszy, po co ty takiego od niego chcesz? Daj im spokojnie dożyć bez wstydu w tej starości. No problem polega na czym innym. Oni wychowują drugie pokolenie ludzi, tak, którzy myślą tak jak oni. Na tym polega. Krótka odpowiedź może od pana. Ich werde gerade so eingeladen, noch etwas zu sagen. Aber das tue ich auch gerne. Wissen Sie was? Worin wir uns einig sind, wir beide mögen Kommunisten nicht. Ich auch nicht. Ja? Aber wissen Sie, ein gewisses Problem ist es doch. Stellen Sie sich mal vor, jetzt also diese Bundesregierung von Angela Merkel schaut auf 8 Jahre, wie viel waren es, von Herrn Schröder zurück und sagt, es war alles ganz entsetzlich. Deutschland war ein korrupter Staat, ja. Und alles war kriminell, die Leute haben sich bereichert am Volksvermögen. Dann würden Sie doch sagen, um Gottes Willen, was war das denn für eine Bundesrepublik, bevor Sie, Frau Merkel, jetzt drankamen? Wissen Sie, was ich sagen will? Sie müssen sich doch mal überlegen, inwieweit Sie eigentlich die vorherige Regierung grundsätzlich in Frage stellen. War das denn ein Sumpf? Dann müssten wir Deutsche uns doch sagen, um Gottes Willen, mit welcher Regierung haben wir über viele Jahre in der EU denn zusammengearbeitet? Das haben wir gar nicht gewusst. Und ich will Ihnen etwas sagen, von einer Regierung wird von auf die andere dann nicht 180 Grad umgeschaltet, sondern oft sind die Regierungen, die dann ans Ruder kommen und sagen, wir machen alles ganz anders, noch sehr, sehr den alten Gegebenheiten verhaftet. Kommen Sie doch endlich zusammen in Polen, ja, damit Sie nicht einander verfeindet sind und einander abschaffen wollen. Das ist nicht gut, ja, das ist keine Kultur des Vertrauens und ich sage das jetzt mal der Freundschaft und der Liebe füreinander, sondern das ist die Kultur der Trennung. Und da müssen Sie ein bisschen aufpassen, ob Sie nicht mehr Misstrauen bei den anderen Europäern erwecken, als sie Vertrauen schaffen sollten. Vielen Dank. Nazywam się Stolarczyk. Chciałem zapytać o to, czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie podlegają karze, czy są ponad prawem. Ostatnio, niedawno dowiedzieliśmy się, że wprowadzając ustawę w czerwcu, były rozmowy między, nieoficjalne rozmowy między, nie wiem, czy przewodniczącym, czy innymi pracownikami Trybunału Konstytucyjnego z czynnikami rządowymi, którzy to sędziowie ostrzegali, że z tą ustawą będą problemy. I nie zostało nic podjęte, żeby tą oficjalnie, tą ustawę uznać za niekonstytucyjną. Dopiero po tym czasie, jak rząd PiS-u doszedł do władzy. Powiedziano to. Czy to nie jest, czy to nie należałoby kogoś ukarać za zaniechanie? To znaczy, sędziowie mają pewien swój immunitet, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i tutaj ja bym nie powiedział, że zaszło jakakolwiek przestępstwo karne w tym wszystkim. Natomiast ten problem, który pan poruszył, była wymiana e-maili, mówiono, że ustawa jest zła. To powiem państwu, i to może pana też zainteresuje, że Trybunał rozpatrywał skargę na tą ustawę, skargę, którą najpierw napisali posłowie PiS-u, kiedy wygrali wybory, powiedzieli, no to my nie będziemy skarżyć, bo może mamy inne mechanizmy, możemy uchwalić własną ustawę. I co wtedy zrobiono? Tą skargę dosłownie przejęła opozycja, czyli ci, którzy uchwalali
tą ustawę. To się w świecie chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło. Że nagle ci, którzy uchwalali ustawę, stwierdzają, mamy już takie wątpliwości, że my tą ustawę zaskarżamy. Znowuż chodziło o czas, żeby jak najszybciej to zrobić. Czyli nie będziemy pisać już własnej tam skargi, my to uchwalimy. Dzień dobry, Ania Muzek z Katedry Lipsku. Ja bym chciała tak powiedziałabym komentarz i pytanie też, ponieważ Pan na przykład się zapytał coś Pana, co Pan wyniósł z tego wykładu tutaj. Pierwsza sprawa, z pewnością rozszerzenie perspektywy. Druga, polemikę polityczną. I teraz bym może chciała do prawnych aspektów się wrócić, ale wolę to zrobić po niemiecku. Das heißt, ich würde jetzt einfach auf Deutsch weiter sprechen, aus einfach dem Grund, dass die russische Sprache etwas geläufiger ist auf Deutsch. Aber ich weiß, dass Sie beide ja Deutsch sehr gut verstehen. Also vielen Dank, das hat wirklich eine Perspektivenerweiterung gegeben. Zwei Dinge insbesondere, also ich glaube, diese Wahl der Richter ist eine sehr technische Geschichte. Und ich dafür diese Perspektive, dass der Präsident des Tribunals da möglicherweise über seine Kompetenz hinausgeht, das hat mir nochmal ein etwas anderes Licht gestellt, aus rechtlicher Perspektive. Vielen Dank dafür nochmal. Für die andere Frage des anderen Vortrags, Panie Lechomorawski, weil wir uns auch ein bisschen länger auch schon kennen, ich fand jetzt, dass Sie sehr wenig, in dem ganzen Vortrag hatten Sie eigentlich ein dogmatisches rechtliches Argument gebracht. Und das war, als Sie feststellten, dass die Verknüpfung zwischen Rechtsstaatsprinzip und Verfassungsgerichtsbarkeit nicht per se eigentlich selbstverständlich ist. Und ich denke, und da jetzt auch was Sie gesagt haben zum Bundesverfassungsgerichtshof, ich glaube in der Tat, das wird im deutschen Diskurs etwas verkannt. Wir halten das, weil natürlich das Bundesverfassungsgericht ist eine wirklich sehr starke Rolle, also es ist wahrscheinlich die robusteste Verfassungsgerichtsbarkeit der Welt, neben dem Supreme Court, der allerdings etwas anders agiert. Bereits dort zeigt sie, dass die Verknüpfung nicht eindeutig ist. Also wir Deutschen gehen davon aus, Rechtsstaat, Verfassungsgerichtsbarkeit, Normkontrolle, das ist tatsächlich der Kern. In der Tat ist die Verknüpfung aber nicht so selbstverständlich und würden sich die politischen Lager extrem ändern in Deutschland, und dann ähnliche Vorgehensweise, wie jetzt zum Beispiel in Polen mit der Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes im Grunde genommen vornehmen, um die Prozedur zu ändern, wäre es verfassungsrechtlich ebenfalls schwierig oder zumindest müsste man da argumentieren. Und das Argument ist, das tun Sie ja jetzt. Ich wollte aber sagen, was mir aufgefallen ist, als Sie zum Beispiel zu der Frage der Effektivität sich äußerten, das ist tatsächlich das, was die Venedig-Kommission bemängelt hat. Da geht es aber weniger darum, ob wir jetzt 100 Entscheidungen getroffen werden oder 200. Da geht es um die Frage, in welcher Reihenfolge der Gerichtshof, also der Tribunal, Entscheidungen treffen kann. Und zwar nicht mehr eben nach Wichtigkeit, sondern nach dem chronologischen Eingehen. Dann gibt es diese 30-Tage-Frist, die eingeführt worden ist. Dann wurde das Quorum, in dem entschieden wird, erheblich erhöht. Da gibt es jetzt, die Reform im Juni hat es jetzt wieder, glaube ich, auf 13 Richter, von 15 auf 13 Richter jetzt wieder runtergeholt. Das ist eine erhebliche Entscheidung, also da können Sie mich korrigieren, aber ich weiß, dass das Quorum sehr hoch ist. Im Vergleich auch zu anderen Verfassungsgerichtshöfen ist das Quorum extrem hoch. Das bewirkt gewissermaßen durchaus eine Blockade bei starker Uneinigkeit. Und dass wir eine politische Uneinigkeit haben können, steht fest. Das heißt, das Problem der Effektivität ist für mich nach wie vor nicht ganz geklärt. Ich sehe da schon ein verfassungsrechtliches Problem. Und da würde das Bundesverfassungsgericht schon sagen, dass wenn wir schon einen Verfassungsgerichtshof haben und Verfassungsgerichtsbarkeit, dass die effektiv funktionieren muss aufgrund der Grundrechtsbindung, die auch in Polen besteht, der Gewalten an die Grundrechte. Und wenn das aber quasi verlangsamt wird und diese Effektivität im Sinne eher des Verlangsamenden gekürzt wird, dann gibt es ein Problem mit eben Effektivität, und Effektivität gehört schon durchaus zum Rechtsstaatsprinzip, würde ich jetzt mal so behaupten. Letzte Frage ist für Sie als Philosoph tatsächlich, was glauben Sie, was Kant
der Vertreter der reinen Rechtslehre, zu einer solchen politischen Aussehen, also zu dem Political Constitutionalism, den Sie jetzt hier vertreten haben, eigentlich dann sagen würde? Würden Sie sagen, wiederum die reine Rechtslehre von Kant, so wie er es vertreten hat, ist auch nicht eher das, was die modernen Verfassungen Europas, dann Polens, weil Polen nach starken Traditionen der Republik steht, keine Anwendung findet?